So, heute haben wir eine Überschwemmung im Kellerbereich. Hier sieht man schon, dass da Wasser gestanden ist. Jetzt ist in der Früh gleich 8 Uhr. Der ganze Raum ist vollgestanden. Dieser Bereich ist auch vollgestanden. Und es hat hier rausgedrückt aus der Dusche. So wie er aussieht, ist Fäkalienwasser. Wenn ich hier Wasser aufmache, läuft hier gar nichts ab. Ne? Okay. Steigt alles. Und hier in dem Bereich kann ich nur mit 16er Spirale rein. Komme ich nicht mal mit der Kamera. Ja, da blubbert schon. Angeblich Rohr geht da raus. In diesem Bereich. Aber im Außenbereich habe ich keinen Schacht. Jetzt habe ich was gefunden, wo ich arbeiten kann. Werkzeug ist schon mal ein bisschen da. Ich habe eine Fallleitung von der Küche gefunden, den 70, und mit der Kamera durchgefahren. Wir sind jetzt circa bei 7, 8 Meter, ist komplett dicht, komme ich nicht mehr weiter. Und von hier werden wir jetzt dann Verstopfen beseitigen, weil von hier kann ich eine Kamera-Check durchführen. So, jetzt. Hier komme ich schlecht mit Durchhacken rein, gehe ich mit dem jetzt rein. Ich gehe davon aus, dass es jetzt im Außenbereich nicht so viele Bäume und das ist alles Neubau. Ich denke eher alles verschlammt oder feuchte Tücher drin sind. Aber das werden wir sehen, der Anfangsbereich vom Rohr ist halt ein bisschen verfettet. Okay, das ist die Küche, das ist normal, aber alles andere muss man jetzt mal rausfinden. So. Ich habe die erste Spirale schiebe ich so rein und dann schauen wir mal, wie das abläuft alles. Und die zweite muss man halt dann reinfahren. Okay. Erster Baum. Natürlich, wenn er morgen keine Küche im Wasser laufen lässt, habe ich jetzt denn nichts gesagt. Aber wenn schon unten ausdrückt, gehe ich davon aus, dass die geht ja nichts mehr. Kann das sein? Mit der Kamera bin ich gut durchgekommen. Okay. Hier sieht man das jetzt so aus. Das Rohr von rechts kommt des Waschmaschinenanschluss und wir sind nach unten normalerweise gefahren. Aber im Moment funktioniert was nicht. Irgendwo stehe ich jetzt an. Machen wir jetzt Rechtslauf. Aber jede Verstopfung ist ein Unikat. Es drückt immer irgendwo raus, aber du kommst nicht rein.
Schauen wir mal bei der Dusche, wie das aussieht überhaupt. Bei der Dusche ist Wasser abgelaufen. Schauen wir mal. Nicht, dass er eine Staubklappe hat, weil der Kunde ist jetzt momentan nicht da. Und er hat gesagt, nur es drückt raus und fährt sich und keine weiteren Angaben. Und ich kann jetzt momentan nicht durch das ganze Haus umeinander rennen. Was so hier aussieht, läuft schon mal viel besser aus. Ab. Fahren wir die Spiralen jetzt raus. Und dann schauen wir mal mit der Kamera, wie das aussieht. Ja, hier lassen wir mal ganz leicht Wasser vielleicht laufen. Und ja. Weil irgendwo blockiert das. Ich glaube, der hat eine Rückstauklappe. Hier hört man ganz gut, das Wasser läuft. Okay. Schauen wir mal bei der Dusche schnell. So, jetzt kommt die Zwischenkontrolle von hier aus. Ich gehe davon aus, dass wir was sehen. Ah ja, sieht man nichts mehr. Also, da wo ich Verstopfung beseitigt habe, aber meine Kamera will nicht mehr. Scheiße. Wird schon langsam Zeit, dass wir Feierabend machen. Okay. So. Also wenn die Kamera keine Lust mehr hat, dann muss ich auch langsam aufhören. Okay. So, jetzt. Jetzt haben wir schon mal Sicht. Okay, der Anfangsbereich vom Rohr ist sauber. Das ist nicht gut. Das ist die ganze volle Fett, aber bei 6 Meter. Aber da kommt schon unsere Dusche. Jetzt sieht man. Gut. Und circa bei 6 Meter. Bin ich nicht mehr weiter gekommen. 6-7 Meter. Und schauen wir mal. Ah ja. Genau, genau hier bin ich nicht weiter gekommen. In dem Bereich war alles drin. Hier ist schon mal Wasser gestanden. Und hier steht immer noch Wasser. Fühlt sich aber nicht auf. Aber so wie aussieht, ich habe was gefunden bei circa 6 Meter. Hier sieht man. Ich weiß nicht, ob das gut sichtbar ist, aber da ist ein Deckel, glaube ich, oder einen Bogen. Das ist ein Deckel. Ich glaube, das ist eine Rückstauklappe. Die muss ich jetzt mal finden, irgendwo.
Aber wo, weiß ich noch nicht. Jetzt gehe ich mal auf die Suche erstmal. So, jetzt nach langem Telefonat mit dem Kunden haben die doch jetzt einen Schacht mit Rückstauklappe. Ich habe jetzt ein bisschen umeinander gesucht, nichts gefunden. Habe mein Ortungsgerät mitgenommen. Angeblich sollte er neben Vogelhäuschen sein. Also hier ungefähr. Und hier arbeite ich im Moment unten. Also hier habe ich jetzt umeinander geballt. Und jetzt schauen wir mal, wo der Schacht ist. Da haben wir den ersten Punkt. Das ist der zweite Punkt. Und hier ist meine Kamera jetzt. Also hier drin müsste es sein. Hier ist meine Kamera. Bei dem Bereich ist meine Kamera. Hier sieht man das, sieht man schlecht, dass da meine Kamera ist. Genau, jetzt, der springt, weil da macht er diese kleinere Absturz nach unten zu Rückstauklappe. Also in dem Bereich musste jetzt mein Schacht sein und angeblich vom Kunde war das im Gras. So, also hier ist meine Kamera, hier muss irgendwo noch sein. Oh, da. Ah ja. Ah ja. Guck mal das an. Da ist die Kamera und da ist der Schacht. Und hier ist unsere Rückstauklappe. Okay. Dann mache ich hier jetzt frei alles. Der Kaffee kommt auch gleich. Und dann schauen wir mal in die Rückstauklappe rein. Also muss ich sagen, nachdem ich Angebot bekommen, dass ich Kaffee kriege, da war ich noch mehr motiviert. Oh yeah. So. Ui, 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 ui. Und da habe ich gleich einen Schacht gefunden. Und das sieht jetzt im Moment so aus. Also, das ist der Strang von rechter Seite, so wie er aussieht, ist Regenleitung, weil da ist der Geruchverschluss drin. Und das ist jetzt unsere Leitung. So, ich glaube, ich brauche ein bisschen Werkzeug, einen Schraubenzieher. Und dann gehen wir nach unten und schauen wir, was da los ist überhaupt. Also. Geschwitzt habe ich jetzt auch bei dem Regen, aber erst mache ich jetzt ein paar Schlückchen Kaffee und dann geht es weiter. Also, mein Plan sieht jetzt so aus. Kaffee trinken ein bisschen, eine rauchen und dann die Rückstauklappe aufmachen. Also da steht jetzt Wasser, ich hoffe, dass da zu keiner Überschwemmung kommt. Wenn ja, dann mein Pech gehabt, es regnet sowieso. Ja, dann bin ich ein bisschen nass und dreckig. Aber das kriege ich heute schon hin. Jetzt bin ich soweit. Jetzt ab in das Loch. Und Verstopfung ist beseitigt. Schon lange bin ich nicht mal im Schacht gestiegen. Normalerweise macht das meine Kollege. Aber ja, heute muss ich machen. So. Okay, so, hier bin ich mit der Kamera, das ist wahrscheinlich eine Regenleitung oder was weiß ich, das ist mit dem Geruchverschluss, jetzt schauen wir mal das schöne Stück an, hier kann man uns hinsetzen, so, auf ist nach unten und so ist zu. War die einfach. Die waren einfach zu oder was? Den Schraubenzieher werden wir nicht brauchen. Ah nein, da ist offen. Okay.
Das ist schon mal gut, dass die schnell verschlüssig hat. Okay. Schauen wir mal. Die kriege ich nicht mal auf. Alter, die steht ja voll unter Druck wahrscheinlich. Hat Luft gekriegt. Okay, das darf man nicht verlieren. Und die Gummidichtung auch nicht. Die Gummidichtung ist fest. Also normalerweise gehen die ganz, ganz leicht auf. Aber dieses Mal gehen sie sehr schwer auf. Das Dreck muss man jetzt einfach wegmachen. Jetzt. So, noch zwei und dann kommt. So. Okay. Na, jetzt ist frei. Die Gummidichtung muss drin sein. Okay. Okay. Verstopfung ist beseitigt. Das war jetzt nicht so gute Aktion. Schauen wir mal von oben, wo ich hingelangt bin. Bin ich dann wahrscheinlich von hier rein, oder? Na. Ah. Guck mal das an. Autsch. Also, wenn das jetzt unsere Leitung geht, dann geht er von hier rein. Da steht das Wasser. Da kracht es ja richtig, wenn der Auto fährt. Dann macht er hier einen Geruchverschluss und geht da raus. So wie er aussieht. Wer das gebaut hat, ist ja sehr gute Frage. Das kann doch nicht sein, oder? Weil das sind Toiletten. Das ist Toiletten wahrscheinlich. Wenn das jetzt von Dusche rauskommt, ich weiß nicht. Also schauen wir mal jetzt von oben, lassen wir die Toiletten spülen und schauen wir, ob das Wasser hier ankommt, ja? Also jetzt wird mal Toilette gespült und wir schauen mal, ob da richtig Wasser ankommt. So, ich gehe davon aus, dass das Wasser von hier reinkommt. Und dann lasse ich mal die Dusche laufen. Und sehen wir dann, ob die Dusche ordentlich läuft. Ob das Wasser hier bei dem Geruchverschluss vorbeikommt. So was sehe ich auch zum ersten Mal. Da kommt die Toilette. Perfekt, super. Jetzt lassen wir mal die Dusche in Dusche Wasser laufen lassen und schauen, ob da durchkommt. Jetzt bin ich in meinem Keller bereit wieder. Da vorne ist da meine Schacht. Hier lassen wir jetzt Wasser laufen. Schauen wir mal kurz mit der Kamera rein. Und ja, ich denke, das war's. Die Verstopfung war in Bogenau in Grundleitung. Aber warum geht das Wasser? Also das Wasser geht eigentlich von Waschmaschinen, Dusche, aber Küche auch eigentlich dazu und das läuft über Geruchverschluss unten. Das ist sehr, sehr interessant. Guck mal das an, wenn du zu viel arbeitest, dann nimmst du gleich zweimal linke Handschuhe. Oder du stellst dich so an.
Das ist ja unser Geruchsverschluss. Da komme ich nicht mal durch. Das Wasser fließt jetzt ab und wir schauen mal im Außenbereich, wie das aussieht, ob das Wasser ordentlich abfließt. Jetzt habe ich geschafft. Vom Schacht aus. Also, es geht wirklich, meine Kamera steht jetzt hier drin. Geht hier einmal rundum und dann da rein und dann kommt es wirklich zu der Rückstauklappe. Natürlich bleibt hier ganze Fett stecken und dann hat sich hier gesammelt und dann hat es alles zurückgedrückt mit Fäkalen. Aber Wasser fließt jetzt ordentlich ab. Also Verstopfung, Ursache war das hier. Und das gehört jetzt alles umgebaut. Das sollte sich Eigentümer jetzt Gedanken machen, wie der das umbaut. Angeblich war das Haus vor 40 Jahren gebaut, vor 2 Jahren kernsaniert, aber hier haben sie nichts gemacht. Aber so wie aussieht, das sieht jetzt nicht nach 40 Jahren aus, weil da unten sieht man schon das grüne Rohr, das S2000. Also hier war auf jeden Fall der neue Schacht gesetzt. Gut. Super Arbeit hat der Eddie Rohrreiniger gemacht. Dann bauen wir das Zeug alles zusammen. Also, jetzt habe ich mal dazu gemacht überall. Seitlich sieht man, dass das undicht ist. Hier steht der Wasser. Okay. Machen auf. Okay, komplett offen. Jetzt läuft, jetzt kann man das Deckel zumachen und oben alles zusammenräumen. Verstopfung ist jetzt beseitigt, endlich mal. Okay. So, schauen wir mal in das Loch rein jetzt. Okay. So sieht das jetzt aus. Das ist die DN70. Das ist die Küchenleitung. Also hier kommt nur das ganze Fett und Waschpulver rein. Und ja, hier ist ein bisschen Fett, ist nicht viel. Und da kommt der kleine Absturz. Und hier sieht man, das Wasser läuft. Das ist jetzt das Wasser von Dusche. Und der zweite Knick, was ich im Schacht euch gezeigt habe, das ist der da. Da ist ein bisschen Fett. Und da steht Wasser. Und danach kommt eine Rückstauklappe. Also, dieser Geruchsverschluss macht alles kaputt. Da sammelt sich sehr viel Fett und Waschpulver und alles. Ja, das gehört mal ausgebessert. Für mich ist das jetzt fertig. Einfach aufräumen, hier mal zusammenbauen und dann ab zu der nächsten Baustelle. Okay, in der Zeit, wo ich Kaffee getrunken habe, habe von der Frau 20er bekommen für Schacht suchen und dass ich da weitere Arbeit durchführe. Tja, vergiss nicht zu liken, abonnieren Handwerker, Eddie Rohrreiniger gerne als Mitglied und wir sehen uns bei dem nächsten Auftrag. Servus!